Was geht? Ey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holzer und ihr seid bei der neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Tuning und Test ist hier noch am Start von der Reaver, die mit der aktuellen Eventwoche neu zu GTA Online mit dazugekommen ist. Das Bike da hinter mir könnt ihr kaufen auf Legendary für 1.900.000. Fun Fact, ist rund 600.000 GTA-Dollar billiger als die Shinobi. Das Ding ist ein Bike, was mich richtig krass überrascht hat, wo ich am Anfang erst gedacht habe, naja, ist wieder ein Bike, was ganz nett aussieht, aber was wahrscheinlich wieder überhaupt nichts kann. Aber die Reaver kann was und nicht nur ein bisschen, die kann richtig viel. Und das werdet ihr nachher sehen im Video. Wir haben nämlich noch einen Topspeed-Test hier kurz und knackig mit reingebaut und noch einen Race-Test wegen Rundenzeiten. Was kann das Ding auf Rennstrecken beim Motorradrennen? Kriegt er mit gute Rundenzeiten hin oder nicht? Auf welchen Rennen? Kurvigen oder die mit den längeren Geraden? Das gibt es nachher noch. Jedenfalls, das Ding ist einfach nur extrem krass, hat einen extrem hohen Topspeed. Und wenn ihr noch für euren Charakter ein bisschen Geld braucht, checkt wie immer meinen Partner Loot4 Games aus. Ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Die machen zurzeit wieder eine geile Aktion. 10% Rabatt auf GTA Money, eine Gewinnspielaktion und noch bis zu 100 Millionen GTA-Dollar extra. Die Reaver kommt von der fiktiven Motorradmarke Western Motorcycle Company in GTA Online und ist hier meistens eine Anspielung an die echten Motorradmarken Harley-Davidson und West Coast Choppers. Aber hier steckt keine von denen drin. Hier stecken zwei komplett einzigartige Bikes drin von einer sehr speziellen Motorradmarke aus Kalifornien, nämlich von Arch Motorcycles. Es steckt hier einmal die Arch Method 143 drin oder 143. Es steckt aber noch ein Bike drin von Arch, nämlich die Nazaré. Wurde direkt für das Game Cyberpunk designt. Und das könnt ihr zum Beispiel an den Felgen sehen, an den Auspuffrohren oder auch hier vorne an diesen kleinen Lufteinlässen. Die Method 143 hat noch ein bisschen andere Lufteinlässe. Hier vorne steht Reaver drauf, statt eben Arch im Real Life. Das hat einen bestimmten Sinn. Gibt's nachher noch bei Fun Facts. Rein in LS Customs und ich habe eine Idee. Western Reaver Motorrad, erstmal den ganzen Standardkram wieder tunen, Leistungstuning erstmal machen. Ich habe die schon mal auf meinem zweiten Account ausgetestet. Da habe ich nur Leistungstuning gemacht und deswegen ein bisschen damit rumgeheizt. Jo, und da konnte ich schon die extrem krasse Performance sehen. Zumindest vom Topspeed her. So, Rückenlehnen, erster Spezial-Tuning-Part. Wir haben kleine geriffelte Diamant, eine Bosu. Ich denke mal, es kommt so mehr aus dem japanischen Raum. Diese Bosu-Tuning-Kultur mit diesen extremen Tuning-Parts. Finde ich aber, passt nicht so wirklich zu diesem Teil, zu diesem Cyberpunk-Motorrad. Nenne ich es jetzt einfach mal. Bosu Diamant Rückenlehne. Ich meine, sieht ganz cool aus, der Kram, aber zu dem Bike passt es irgendwie nicht. Von daher würde ich hier keine Rückenlehne nehmen. Bremsen, Superbremsen, Motor MS4, Auspuff. Wir haben einmal die Standardauspuffe, die übrigens total in die Richtung von der Method 143 gehen. Alter, ihr backt die Kamera übelst rum. Bei der Method 143 habt ihr nämlich hinten auch bei den Endrohren diese, ich nenne sie mal Siebe, die irgendwie aussehen wie Küchensiebe oder sowas. Sieht irgendwie ziemlich fresh aus, ziemlich cool gemacht. Geiles Design auf jeden Fall. So, wir haben noch die Möglichkeit, Sportauspuffe drauf zu machen, die so ein bisschen angeschrägt sind. Die gefallen mir ganz gut. Straßenauspuffe sind so irgendwie so klein. Die gefallen mir auch nicht. Rennauspuffe zu einfach. Und vierfach passt einfach nicht zu dem Teil. Ich will so in die Richtung von dem Cyberpunk-Bike gehen. Von der Method 143 oder der Nazaré. Deswegen die Sportauspuffe. By the way, die Nazaré aus Cyberpunk basiert auf der Method 143. Ist eine spezielle Custom-Version davon, eben nur für Cyberpunk. So, Frontschutzbleche haben wir noch. Wir haben einen Rennschutzblech. Hier würde ich auf jeden Fall in Richtung irgendwas mit Carbon gehen, aber auch nicht zu groß. Renncarbon, Bogenschutzblech, das ist so standardmäßig halt. Ist mir viel zu groß, Schaufelschutzblech. Viel zu viel Stuff, viel zu viel Zeug dran. Irgendwas Kleines, zum Beispiel hier, das hier einfach Rennschutzblech Carbon, weil die Method 143 von Arch, die hatte auch einige Carbon-Parts. Besteht im Prinzip komplett aus Carbon, das Chassis. Und der Rest, was hatten wir noch? Aluminium, Titan bei den Auspuff, bei den Endrohren irgendwo. Und ja, Leder noch ein bisschen beim Sitz. Im Prinzip ein komplettes Carbon Aluminium-Titan-Monster. Vordersitz, ein geriffelten Sitz. Ich hätte gerne diese Diamant-Optik. Diamant-Rennsitz, ja, sowas ähnliches, aber nicht mit hier. Na, das sieht kacke aus. Wenn das noch hier hinten rüberläuft, mag ich es nicht so. Ich hätte es ein bisschen originaler, dass ich hinten den Lack habe. Ja, Diamant-Rennsitz passt ganz gut. Da haben wir vorne auf dem Sitz hier noch das Diamant-Muster. Ansonsten haben wir hinten einfach nur Metall, beziehungsweise nicht Metall, die Lackierung halt, können wir sehen.
Und dann gehen wir mal weiter, weil wir noch Lichter tunen. Ich könnte noch vielleicht ein farbiges Licht nachher drauf machen. Muss ich mal gucken. Wir haben mehrere Designs. Einmal Reaver Design, das erinnert mich halt auch voll an die Arch Method 143. Nur dass eben die Reef an der Seite drauf steht, zweimal. Vorne an der Federgabel und am Tank, bisschen kleiner. Weiße Streifen, hier oben drüber, bis hinter. Einen schwarzen, schade, dass der so abgeschnitten ist, leider. Gelbe Streifen, einen blauen, digital. Ja, ist nichts Spektakuläres irgendwie. Ich meine, das sieht ganz fresh aus, irgendwie ganz cool. Für die, die es mögen, so ein bisschen wie irgendwie aus alten Mario Games die Wolken oder sowas. Redwood, die Kippenmarke aus GTA Online. Prolabs, okay. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber leider ist es halt zu viel Rot. Ich würde gerne so mehr in Richtung Original gehen. Zero noch, Zero Gas Design. Sprunk, die Sprite Design. Yo, ich würde hier das Reaver Design nehmen. Leider haben wir das nicht in einer hellen Farbe. Aber gut, ist vielleicht aus Copyright-Gründen oder so. Ich weiß es nicht. Reaver. Also die Schrift hätte ich gerne in so einer hellen Farbe gehabt, wie beim Original. Okay, wir haben noch Nummernschild. Natürlich gelb auf schwarz. Heckschutzbleche. Da nehme ich wieder auch was Kleines aus Carbon, hätte ich gerne. Bogenschutzblech zum Beispiel Carbon. Oder das Track. Was sieht denn geiler aus? Bogen oder Track? Oder das hier, Rennschutzblech-Carbon. Diese Spitzen gefallen mir ja ganz gut. So. Wobei, das passt vielleicht besser zur Form. Das hat nämlich nicht so viele Spitzen, nicht so viele scharfe Kanten und sowas. Ist eher ein bisschen rundlicher, das Teil. Deswegen vielleicht eher doch ein, ja, Bogenschutzblech aus Carbon. Und Lackierung. Jetzt kommen wir zur Lackierung. Hier würde ich irgendein Metall nehmen, weil die Nazaré aus Cyberpunk, die hatte so eine Art, was war denn das, so Aluminium-Optik, irgendeine Metalloptik. Deswegen bei den Metallen mal reingehen, mal gucken, was passt, Metalle. Sowas wie gebürsteter Stahl zum Beispiel oder schwarzer Stahl. Aluminium ist mir ein bisschen zu hell, ehrlich gesagt. Meine, wir können doch Chrom nehmen, aber Chrom sieht immer so trashig aus. Einfach eine riesige Spiegeloberfläche. Na, es wäre zu einfach, weiß ich nicht, wäre zu billig irgendwie. Gebürster schwarzer Stahl ist mir zu dunkel, da sieht man wieder die Schrift nicht, deswegen nehme ich, ja, gebürsteten Stahl, das kommt so ungefähr hin. Ja, da haben wir vorne noch die Schrift drauf. Gefällt mir ganz gut, so wie es jetzt ist. Wir haben noch die Sekundärfarbe, was ändert sich da eigentlich? Metalle? Da müssten sich hier unten, ja, die Felgen ändern sich, aber auch nicht viel. Es sieht so aus, als ob sich irgendwie der Felgenrand ändert, das ist irgendwie ganz komisch. Ganz komisch. Ich würde hier irgendwas mit Gold nehmen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, nehmen wir einen diese Farbe jetzt oder wollen wir nachher noch irgendwelche Felgen drauf tunen und färben die denn in Gold? Aber wenn wir das machen, verlieren wir leider diese schönen Standardfelgen, weil diese Standardfelgen kommen wirklich dem Original übelst nah und die sehen halt einfach geil aus, finde ich. Ja, so wie von der Shotaro irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ich werde, denke ich, einfach pures Gold nehmen. Haben wir zumindest so einen optischen Schimmer, optischen Goldschimmer, leichten Schimmer, meine ich. Und ja, das ist der Preis zum Verkaufen. Getriebe, ein super Getriebe, Turbo-Tuning. Ja, jetzt kommen die Reifen, jetzt kommen die Felgen, meine ich. Guck mal, Vorderrad, wenn wir jetzt zum Beispiel Serienfelgen nehmen, dann hätten wir hier die Möglichkeit, zwei oder drei von denen hier zu nehmen, diese. Und ich glaube, drei Optionen waren es von diesen Komplettfelgen. Die könnten wir hier nehmen. Ah, weiß ich, die sehen echt nicht so schön aus. Und außerdem, wie gesagt, verlieren wir diese weiße Beschriftung außen, die würde ich gern behalten. Deswegen nehme ich hier keine Tuning-Felgen. Ja, Felgenfarbe können wir deswegen nicht machen. Reifenmuster können wir auch nicht machen. Schusssicher auf jeden Fall. Reifenqualm machen wir. Was wir machen? Einen goldenen Reifenqualm? Haben wir nicht. Ich denke mal, ich nehme hier einen schwarzen Reifenqualm. Dann zum Schluss haben wir noch ein paar Windschilder. Also man kann schon ein paar coole Sachen tunen, ein paar originelle Parts. Aber es ist halt auch kein Tuning-Monster. Es ist vom Tuning her okay, das Bike. Ja? Ich fand die Shinobi noch ein bisschen besser. Zumindest von der Optik, vom Tuning her. Wir haben einige farbige Windschilder, die mir hier überhaupt nicht gefallen. So einen halben Windschild. Der sieht ja aus wie ein ganzer. Das ist echt komisch. Warum ist das hier ein ganzer und das hier ein halber? Das wäre eher umgedreht, oder? Das hier wäre das Ganze und das... Ah, ist auch egal. Ist auch egal. Ich würde mich hier vielleicht für den schimmernden Windschild entscheiden und der Rest halt, nee, der Rest sieht mir zu bunt aus. Wir haben noch unten ein paar coole, die komplett anders aussehen, nämlich die hier. Bosu kurz und ein Bosu lang, ja. Aber nö, ich bleib hier bei dem schimmernden halben
ganzen, wie auch immer, Windschild. Jo, nochmal kurz in die Arena-Werkstatt reingefahren wegen den farbigen Scheinwerfern. Da ich Bock drauf, noch was drauf zu tun wegen Cyberpunk. Vielleicht irgendwas Gelbes, Goldenes. Gelb gefällt mir nicht, Gold auch nicht, das ist mir noch zu hell. Aber Orange finde ich mega als Farbton. Also mein Lieblings-Gelbfarbton, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist ja auch so eine Art Gelbfarbton. Deswegen orange Scheinwerfer. Nochmal ein bisschen als Kontrast. Die komplett getunte Reaver von draußen. Wir gucken uns das Ding nochmal ein bisschen an. Und während ich hier rumlatsche, gibt es wie immer Fun Facts für euch. Erstmal, wenn ihr das Ding so seht, muss ich mal kurz anhalten. Wenn ihr das Ding so seht, denkt ihr erstmal, okay, sieht aus wie ein Serienmotorrad, wo man so ein gewisses Rennflair mit reingebaut hat. Also Mischung aus einem Serienmotorrad, einem Cruiser oder sowas und einem Rennmotorrad, irgendeine Rennmaschine. Diese Bikes aus dem Real Life mit dieser speziellen Optik heißen Café Racer. Ist im Prinzip ein sportlich umgebautes Serienmotorrad. Die Reaver ist auch Teil von einem Security-Auftrag, da müsst ihr das Bike wieder zurückbeschaffen. Die Reaver könnt ihr auch als Missionsbike in der Agenturgarage finden, aber außerhalb von den Missionen könnt ihr die nicht verwenden. Der Name Reaver ist ganz klar eine Anspielung an den Schauspieler Keanu Reeves. Keanu Reeves kennt ihr zum Beispiel aus John Wick, Cyberpunk oder meinetwegen auch der Matrix-Filmreihe. Keanu Reeves ist übrigens auch Teilinhaber und Mitbegründer der kalifornischen Motorradschmiede Arch Motorcycles. Damit hatte sich Keanu Reeves einen alten Traum erfüllt, geile Custom-Bikes zu bauen, weil Keanu Reeves einfach ein großer Motorrad-Fan ist. Wenn wir uns gleich mal den Sound reinziehen von der Reaver, dann merken wir nicht nur, dass es ein extrem genialer Sound ist, also ein richtig schöner, basslastiger, blubbernder, grüllender Sound, fast schon so in Richtung Chopper-mäßig irgendwie. Wir werden beim Sound auch noch merken, dass sich hier Rockstar Games sehr nah an den echten Motorrad-Sounds von Arch Motorcycles orientiert hat. Haben die gut nachgebaut. Vor dem Soundcheck aber noch ein paar Fun Facts zur Arch Method 143. Die Arch Method 143 ist begrenzt auf 23 Stück, weltweit auf nur 23 Stück limitiert, hat einen Hubraum von 2343 Kubikzentimeter, hat einen V2, also 2-Zylinder-Motor mit 171 PS. 171 PS auf dieses Bike, krass. Ein Topspeed von rund 200 km pro Stunde. Ich habe nichts Offizielles gefunden, keine genauen Daten. Es gibt so Quellen, die behaupten irgendwas mit 200 km pro Stunde. Und preislich habe ich auch nichts Genaues gefunden. Man sagt hier zwischen 85.000 bis 100.000 US-Dollar pro Bike. Jetzt noch ein Soundcheck, eine Runde um den Block, dann noch Topspeed-Test und Rundenzeitentest. Danach ein Fazit. Let's go. Erster Fahreindruck mit der Reaver. Das Ding ist ohne Wheelie ein bisschen langsam, mit Wheelie extrem schnell. Das Ding zieht fast seine gesamte Power aus dem Wheelie. Ohne Wheelie ist es so um die 120 Meilen schnell, mit Wheelie um die 180 plus zumindest der Tacho auf 180 Meilen gecapped. Das Kurvenverhalten von der Reaver ist leider ein bisschen schwammig. Hier kommt nicht so gut um die Kurven wie zum Beispiel mit der Shotaro. Die Shotaro liegt ja wie ein richtiges Brett auf der Straße, kommt übelst direkt um die Kurven. Mit dem Teil, ja, schaukelt sich ein bisschen auf, fährt sich wie gesagt ein bisschen schwammig. Ich mag das Kurvenverhalten nicht so sehr. Dafür ist aber der Topspeed extrem genial. Und genau das hatten wir auch beim Topspeed-Test mit der Reaver festgestellt. Wir hatten erstmal getestet, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, gegen die Shinobi. Shinobi war ja ziemlich gut, eine gute Alternative zur Shotaro, wenn auch nicht besser als die Shotaro, aber eine Alternative. Jedenfalls, Beschleunigung konnte die Shinobi ein bisschen mithalten und dann wurde die auch schon extrem schnell gezogen von der Reaver. Weiß nicht, Viertelmeile vielleicht maximal, aber dann Reaver, bye bye. Als nächstes die Barty getestet. Am Anfang noch ein bisschen mitgehalten von der Beschleunigung her, aber dann schon auch sehr schnell gezogen von der Reaver. Wie gesagt, die Reaver bezieht ihre gesamte Power vom Topspeed her
aus dem Wheelie. Die braucht den Wheelie. Wenn ihr keine Strecke habt, wo ihr einen langen Wheelie machen könnt, dann ist das Ding nicht zu gebrauchen. Als nächstes ging die BR400 getestet. BR400 vor der Reaver auf jeden Fall der zweitschnellste Bike in GT Online ohne Boost, aber hier auch schon auf Kurzstrecke abgezogen und dann auf Mittellangstrecke. Konntest du die BR400 auch gar nicht mehr sehen. Ist überhaupt nicht mehr rangekommen. Richtig krass. Als letztes dann die Reaver gegen die Manches Scout getestet. Manches Scout war vor der Reaver auf jeden Fall das schnellste Bike in GT Online vom Topspeed her. Ohne Boost natürlich. Manches Scout ganz easy weggesnackt. Kurzstrecke schon gezogen, Langstrecke keine Chance. Wir hatten es nochmal getestet, weil die Manche Scout ja ein bisschen braucht, um auf Topspeed zu kommen. Ich hatte der Manche Scout auf jeden Fall hier ein bisschen Spielraum gegeben, ein bisschen Zeit gegeben, dass sie auf Topspeed kommt. Hier übrigens nochmal Dank an meinen Kollegen Tobi. Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Der hat mir hier geholfen bei den ganzen Speedtests. Ich habe der Manche Scout extra bis circa zur Hälfte der Drag Race Strecke noch Spielraum Zeit gegeben, um schön auf Topspeed zu kommen, aber ich habe die trotzdem easy gezogen. Keine Chance, Digga. Dann nochmal gegen die Shotaro getestet. Bei der Beschleunigung, ja, die Shotaro ist ein verdammt gutes Bike, was die Beschleunigung angeht. Beschleunigung konnte ich noch ein bisschen mithalten, aber dann auch schon extrem schnell gezogen. Richtig krankes Teil. Wir hatten es danach ausgetestet. Wir sind auf die Autobahn. Tobi auf dem Oppressor Mark 1 Bike, ich auf der Reaver. Und ich konnte es echt nicht glauben. Die Reaver hat auch das Oppressor Mark 1 auf der sehr langen Autobahngeraden gezogen. Mit Wheelie, by the way. Also nochmal Fazit, Reaver ist zurzeit das schnellste Motorrad in ganz GT Online. Zieht alle Bikes ab, egal mit oder ohne Boost, das Ding ist einfach beste. Es gibt aber noch einen kleinen Haken, nämlich bei den Rundenzeiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Handling ist jetzt nicht so geil und das macht sich nämlich bemerkbar. Wenn ihr nämlich Motorradrennen habt, wo ihr viele scharfe Kurven habt und wenig lange Geraden ist echt Gift für die Reaver, weil da kannst du halt ja keinen langen Wheelie ziehen, kannst halt nicht auf den krassen Topspeed kommen. Und genau eben bei diesen kurvigen Motorradrennen kackt das Ding so ein bisschen ab. Ich hatte eben nicht so eine gute Zeit gefahren, zum Beispiel bei drunter und drüber, als meinetwegen mit der Shotaro oder mit der Shinobi. Ja, ich war ein paar Sekunden schlechter. Ich bin auf Krampf wirklich noch eine 1,486 gefahren, fast eine 1,49, das ist ziemlich schlecht. Ich weiß, Tobi hatte mit der Shotaro auf jeden Fall hier eine 1,44 gefahren, mit der Shinobi eine 1,45, eine Sekunde schlechter, aber mit der hier. Die Reaver würde ich jedenfalls nicht empfehlen für kurvige Motorradrennen, wie zum Beispiel drunter und drüber. Aber wo ich für die Reaver eine maximale Empfehlung raushauen kann, das ist bei Motorradrennen, wie gesagt, mit sehr langen Geraden, wie zum Beispiel das große M. Wenn ihr das große M fahrt mit der Reaver, kein anderes Bike hat eine Chance. Wir hatten es zweimal ausgetestet. Ich auf der Reaver, Tobi auf der zum Beispiel Bart. Ihr könnt irgendein Motorrad nehmen, vollkommen egal. Die Reaver wird es abziehen, wenn ihr mit der Reaver gut seid, wenn ihr das auch handeln könnt. Das ist klar. Wenn ihr ein schlechter Fahrer seid, naja, dann nützt auch dieses krasse Bike nichts. So, Tobi nochmal auf die Reaver gesetzt. Mich komplett abgezogen. Keine Chance mit der Barty, keine Chance mit der Shotaro, egal welches Bike. Ihr kommt bei langen Geraden einfach nicht an die Reaver ran. Ja, das ist halt echt krass, das Bike. Okay, das war's auf jeden Fall hier mit dem Tuning und Testvideo hier noch zur Reaver. Geniales Bike, von der Optik her gefällt es mir sehr gut, obwohl du hast halt nicht viele Tuning-Parts, kannst nicht so viel draus machen. Aber an sich so ist es ein schönes Bike, auch für Sammler. Und natürlich das schnellste Bike in ganz GT Online. Dafür lohnt es sich richtig. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye. Ciao, ciao.